Mühleberg ist vom Netz. Der Arena-Zuschauer Lorenz Haberstich hat einen Teil von seiner Lehre dort gemacht. Herr Haberstich, blutet Ihr Herz an dem historischen Tag? Ja, es blutet schon ein bisschen. Auf der einen Seite hat man 1975, als ich dort war, für 3 Monate, die neue Technologie, die hat man angenommen, die hat man gewundert, man hat sich gewundert, was man da alles machen kann. Mit relativ wenig, ich sage jetzt mal, Aufwand. Und jetzt, 47 Jahre später, tut es mir eigentlich weh, wenn man das Ganze wieder abstellt. Das ist relativ ein teurer Spass. Und man weiss nicht so genau recht, wie unsere Energieversorgung in der Schweiz irgendwie ist. Und das tut schon ein bisschen weh. Ich bin mit einem weinenden und einem lachenden Auge eigentlich da. Braucht es wirklich keine AKWs mehr in dem Land? Und können wir, wie es Herr Haberstich angedeutet hat, wirklich mit erneuerbaren Energien unseren Strombedarf decken? Darüber müssen wir reden. Heute in der Arena. Marionna Schlatter, Nationalrätin Grüne. Sie sagt, Mühleberg ist endlich vom Netz. Das ist aber nur der erste Schritt. Ich will eine atomfreie Schweiz. Hans-Ulrich Bigler, Präsident Nuklearforum Schweiz, sagt, die Kernkraftwerke müssen so lange wie möglich am Netz bleiben. Nur so können wir die Versorgung der Schweiz mit sauberem Strom garantieren. Erik Nussbaumer, Nationalrat SP, sagt, wir können auch unseren gesamten Strombedarf mit erneuerbaren Energien decken. Wir müssen es nur wollen. Dafür braucht es bessere Rahmenbedingungen und mehr Fördergelder. Benjamin Gietzendanner, Nationalrat SVP, sagt, Strom aus erneuerbaren Quellen reicht nicht. Ohne Kernkraft müssten wir Gaskraftwerke bauen. Das will ich nicht. Deshalb braucht es ein neues Kernkraftwerk. Die Arena, moderiert von Sandro Platz. Vielen Dank. Merci vielmals am Publikum, meinen Gästen und Ihnen zuhause. Auf 2 Knöpfe drücken. Und das war es dann. Und die Schweiz hat einen Moment gehabt, der in die Geschichte eingehen wird. Wir stellen das KKM endgültig ab mit Auslösung Hans-GM. Von 3 auf 0. 3, 2, 1, 0. Befehl ist raus. Alle sterben ein, Niveau gut, Druck ist gut. Lichter löschen im AKW Mühleberg und damit ist das erste von 5 Kernkraftwerken vom Netz gegangen. Benjamin Gietzendanner, wir gehen aus der Atomenergie raus. Ist das jetzt ein guter Tag heute für die Schweiz oder ein schlechter? Ich beurteile ihn eher als schlechter Tag, weil mit dem fallen 5% der Energie weg, die in diesem Land produziert worden sind. Also somit auch ein grosser Teil Wertschöpfung, den wir in Zukunft mit dreckigem Strom aus dem Ausland werden substituieren. Marionna Schlatter, haben Sie heute Ihren AKW-Nein-Danke-Button können in Kübel rühren, weil den brauchen Sie jetzt ja nicht mehr. Nein, so einfach ist es gar nicht, weil es ist ja einfach das erste Mal, wo abgestellt worden ist. Aber die Bevölkerung hat ganz klar gesagt, es ist ein guter Tag, weil die Bevölkerung hat sich ja dafür entschieden, dass wir die Atomkraftwerke abstellen. Und wir Grünen, Sie wissen es, wir kämpfen seit 40 Jahren gegen die Atomkraftwerke. Wir sind auch entstanden wesentlich aus dieser Bewegung heraus. Für uns ist es ein erster Erfolg. Sie strahlen, Herr Bigler, strahlen Sie auch, dass Mühleberg bald nicht mehr strahlt? Es ist für mich ein ganz normaler Tag. Man muss klar festhalten, Mühleberg ist abgestellt worden, weil die BKW nicht mehr nachrüsten wollte, die Sicherheitsinvestitionen nicht machen wollte und weil sie die Strategie ändert, nämlich Richtung Dienstleistungskonzern geht in diesem Segment. Insofern hat es mit dem Atomausstieg nichts zu tun. Ich bin persönlich der klaren Auffassung, wir müssen die KKW so lange laufen, wie sie sicher sind. So lange laufen, wie Sie sicher sind. Da werden wir sicher noch darauf zurückkommen in dieser Sendung. Herr Nussbaumer, hat man den Stecker zu früh gezogen in dem Mühleberg? Sind wir gar nicht parat? Nein, den Stecker hat man nicht zu früh gezogen. Ich glaube, es ist ein guter Tag für unser Land, in dem man gesehen hat, dass man geordnet aus der Atomenergie aussteigen kann. Das AKW ist jetzt sauber runtergefahren worden. Parallel dazu ist aber noch eine Herausforderung für uns, nämlich, dass man noch in andere erneuerbare Energien investieren und dass man eben, wie gesagt worden ist, auch die Wertschöpfung in der Schweiz behalten kann. Das ist ja die Herausforderung im Umbau des Energiesystems. Und von dort her ist es ein Startpunkt und gleichzeitig sieht man, dass das alles geordnet ablaufen kann. Die Wertschöpfung im Land behalten, Herr Gietzendanner, Sie sagen ja, die AKWs haben
einen rechten Teil zum Wohlstand von dem Land beiträgt. Wie kommen Sie denn auf das? Zuerst vorausgehend möchte ich mal den Leuten danken, die uns 47 Jahre lang mit Strom, mit sicherem Strom versorgt haben. Das möchte ich als Vorbemerkung platzieren. Andererseits darf ich Ihnen sagen, eben, in Zukunft werden wir aus dem Land, aus dem Ausland werden wir nicht, also externen Strom importieren und das wird teurer werden. Möglicherweise, wenn wir Richtung EU anschauen, mit dem New Green Deal, den man verwirklichen will, wird das sehr, sehr teurer Strom werden. Also die Schweiz verliert einen Teil der Autarkie und das müssen wir verhindern. Wir müssen schauen, dass wir in der Schweiz vermehrt Energie produzieren. Auf welchem Weg? Das werden wir heute auch miteinander noch ein bisschen bestreiten. Das heisst, Ihr Herz blutet auch ein bisschen, weil es ist ja nur der Anfang war. Die nächsten KKWs vom Netz gehen sollen Beznau 1, Beznau 2, Gösgen und Leibstadt. Das tut Ihnen weh? Das tut mir weh, wenn wir nicht den Weg finden würden, eine andere Energieversorgung aufzubauen. Es würde mir nicht wehtun, wenn wir selbstverständlich neue Quellen finden, wo wir das gewährleisten können, zum gleichen Preis oder sogar noch tiefer. Weil das ist ganz ein wichtiges Argument. Was hat man für Produktionskosten, um den Werkplatz hier innen zu schützen? Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir wirklich miteinander nach Lösungen suchen und auch akzeptieren, dass es demokratisch wahrscheinlich ihren Weg nicht möglich ist. Nämlich, dass die Bevölkerung gesagt hat, wir wollen aus dieser Atomenergie aussteigen. Und von daher ist es wichtig, dass wir miteinander jetzt schauen, was sind die nächsten Schritte, die wir machen müssen, dass die Investitionen in diesem Land gelingen. Wenn Sie einfach sagen, die anderen Sachen funktionieren wahrscheinlich nicht und es wird wahrscheinlich teuer, dann ist es sehr schwierig, mit ihnen natürlich die Zukunft der Energieversorgung von diesem Land zu gestalten. Und das ist die Herausforderung. Von daher freue ich mich, dass ich Sie als junger Kollege im Nationalrat auch auf den Weg mitnehme und schaue, wie wir miteinander wirklich zukunftsweisende Lösungen für das Land gestalten. Das klingt fast ein bisschen altväterlich. Vielleicht, aber vielleicht ist es auch wichtig, dass ich ihm zeige, dass es wirklich neue Perspektiven gibt. Weil er hat vorher gesagt, es braucht ein neues AKW. Und das ist natürlich auch demokratisch problematisch, weil wir haben demokratisch miteinander abgestimmt, dass wir keine neuen Rahmenbewilligungen mehr geben in diesem Land für neue AKW. Und von daher ist es im Moment nicht der Punkt, ein neues AKW zu fordern, sondern im Moment ist der Punkt, dass wir miteinander nach Lösungen suchen, wie wir die Energieversorgung weiterhin sicher und zuverlässig in diesem Land gestalten können. Wir haben in einem grossen Paket einen Gesetzesartikel eingefügt, der das momentan untersagt. Also mit einer einfachen Abstimmung könnte man das auflösen. Aber ich sage, wir müssen doch eine Lagebeurteilung machen, wir müssen Varianten untersuchen, zu welchem Preis können wir überhaupt den Strombedarf decken. Und wenn wir dann darauf herkommen, dass wir entweder das Gaskombikraftwerk bauen oder eben die Kernkraft noch mal reaktivieren, dann müssen wir darüber reden. Und so wie es aussieht momentan, wie die Fakten sind, läuft es auf eines von diesen zwei Sachen raus. Und gegen ein Gas-Kombikraftwerk, da wird ich mich wehren, muss ich Ihnen sagen. Die Atomkraft reaktivieren. Ich nehme mal an, Frau Schlatter, da zieht sich Ihr grünes Herz gerade zusammen. Ja, natürlich. Das ist natürlich überhaupt nicht in meinem Sinn. Ich glaube, man muss einfach schon mal anerkennen, dass heute die Atomkraft nicht mehr wirtschaftlich ist. Also die günstigste Energie, die man heute produzieren kann, das ist die Solarkraft. Oder? Also das heisst, klar, man hat jetzt billigen Strom gehabt von diesen alten AKWs, die 50 Jahre gelaufen sind und so. Die sind gewesen. Das ist jetzt vorbei und jetzt müssen wir in die Zukunft schauen. Und man muss schon sehen, ich meine, wenn man darüber redet, ein neues Atomkraftwerk zu bauen, was das überhaupt würde kosten, das wäre ein Projekt in der Schweiz wie eine EOT oder so. Oder? Und nachdem wir jetzt gerade eine Volksabstimmung hatten, die gesagt hat, sie möchten nicht in neue AKWs investieren, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass so ein Riesenprojekt wie eine EOT quasi, oder wie ein Gotthardtunnel, würde von der Bevölkerung anerkannt werden. Apropos Kosten, Mühleberg ist vom Netz, aber die Arbeit die geht jetzt erst richtig los. Das heisst, es ist technisch schambar anspruchsvoll. Es geht schambar lang und es kostet vor allem auch schambar viel. Und die Endlagerung, also die langfristige Entsorgung von der radioaktiven Abfall, kommt erst noch dazu. Wir zeigen Ihnen, woher das Geld soll kommen. Wer ein Kernkraftwerk betreibt, muss Geld in Fonds zahlen. Diese Fonds finanzieren dann die Stilllegung des Kraftwerks und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Was aber, wenn das Geld in den Fonds nicht reicht? Dann müssen die Betreiber neues Geld in die Fonds zahlen. Wenn sie das nicht können, entscheidet das Parlament, ob der Bund zahlen muss. Und damit wir alle auch.
Herr Bigler, also wenn es nicht lange, dann müssen wir alle in die Tasche langen, also wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ja, das ist theoretisch korrekt, aber es ist jetzt fast ein bisschen tendenziös dargestellt worden. Das ist nicht so. Was ist tendenziös gewesen? Ja, dass man am Schluss quasi Betreiber mit einem leeren Sack darstellt. Es ist ja nicht so, dass wir die Entsorgungs- und Stilllegungsfonds nicht alimentieren. Wir sind absolut auf Zielkurs, im Moment etwa 150 Millionen über dem Ziel, das man hat. Und es ist davon ausgegangen, dass Betreiber das entsprechend auch zahlen können. Was hier gezeigt wurde, ist eigentlich ein Sicherheitskonzept, wenn dann alle Stricke reissen würden. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem klein und ist von dort her, eben, wie gesagt, theoretisch. Aber es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass am Schluss haben, und das ist natürlich da ein bisschen zugespitzt dargestellt, aber trotzdem absolut legitim, dass man dann die leeren Säcke zeigt. Sie sagen aber zusammengefasst... Nein, das zeigt letztlich, dass der Bund sich an und für sich, der Gesetzgeber hat klar auch ein Sicherheitskonzept aufgeleist. Und das ja, das wäre Konsequenz, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Sicherheitskonzept zum Ertragen kommt. Richtig ist, dass auf 24 Milliarden, die in die Fonds müssen, eingezahlt werden müssen, im Moment noch 1,1 Milliarden fehlen. Das werden Betriebe einzahlen. Und von dort her ist davon ausgegangen, dass die Fonds gefüllt sind, so dass man entsprechend die Entsorgung und Stilllegung sicherstellen kann. Herr Bigler sagt, ein Ausbaumer, alles Paletti, das Geld ist um. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass man gar nicht genau weiss, was es eines Tages wird kosten. Man macht ja alle 5 Jahre eine Überprüfung und in den letzten drei Prüfungen hat man immer festgestellt, es wird teurer mit dem Wissen, das wir heute haben. Und darum ist stimmt, was der Herr Bigler gesagt hat. Man zahlt das ein in die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds. Aber das Problem ist, dass wir immer jetzt überprüfen müssen, ob das überhaupt stimmt, was hier jetzt kommt. Und dann sind alle AKW abgestellt. Und dann kommt eben genau der Punkt, den Sie jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt dargestellt haben. Dann sagen die, ja, wir betreiben das jetzt nicht mehr und wir haben auch kein Geld mehr. Wir verdienen ja gar nichts mehr, jetzt können wir halt nicht mehr zahlen. Und das ist die Herausforderung, die wir im Gesetz noch miteinander lösen müssen. Und die eigentlich auch zeigt, dass die Technologie eben nur funktioniert, weil irgendwo im Gesetzesparagraf steht, wenn es dann gar nicht aufgeht, beim Aufräumen am Schluss, dann zahlt der Bund. Und das ist die Problematik von dieser ganzen Technologie, die auf dieser Seite hier das immer Problem, noch kommt. Das echte Problem, und das kommt durch das Votum von Herrn Nussbaumer zum Ausdruck, man tut die Frage verpolitisieren. Man tut erstens einmal die Sicherheitsmargen immer weiter rauf, so dass die Betreiber mehr zurückzahlen. Und dann ist es ja nicht so, dass Betreiber ausschließlich KKWs in der Produktion haben, sondern dass sie Stromkonzerne, wo sehr wohl entsprechend natürlich Reserven vorhanden sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stromkonzern, konkret reden wir von Axpo, von der Alpiq, BKW jetzt nicht mehr, dass ein Stromkonzern Konkurs ist, dass er gar nicht mehr zahlen kann und dass der Bund müsste eingreifen, die ist wirklich sehr klein. Ja, also ich finde, man muss schon noch ein bisschen sehen, dass man, also, dass man jetzt Schwierigkeiten hat, um die Kosten überhaupt abzuschätzen, wo die ganze Entsorgung und so wird auftreiben. Das ist eigentlich wie auf dem Tisch, weil es ist ganz einfach. Es gibt weltweit noch kein einziges Endlager für hochradioaktive Stoffe. Also es wird weltweit daran geforscht und politische Prozesse sind in Gang, aber es gibt weltweit noch kein einziges Fertiges. Und da finde ich, ist schon sehr viel verlangt, wenn man jetzt sagt, in der Schweiz, wir Kleinen, wir können ganz genau auf den Franken abschätzen, was das wird kosten. Und das ist für mich ganz klar, dass das ein Fass ohne Boden ist. Ein Fass ohne Boden. Es gibt aber Berechnungen. Der Herr Nussbaumer hat das vorher angesprochen. Die werden immer mal wieder dann gegen oben korrigiert. Wir haben das vorbereitet. Ich kann Ihnen das hier zeigen, wie viel Geld in den Fonds eingezahlt werden soll. Und die werden immer mal wieder aktualisiert. Und da gibt es neue Schätzungen. 19,6 Milliarden Franken 2006. 10 Jahre später schon 24,6 Milliarden Franken. Auch wenn es möglicherweise ein bisschen schäbiges Bild ist. Mir kommt das ein bisschen vor, wie wenn man ein Haus baut. Es geht immer alles länger, wird immer alles teurer und immer alles komplizierter. Wie wollen Sie, Herr Gietzer, dann abschätzen, was in den nächsten paar hunderttausend Jahren wird sein und wie viel das kostet? Also ich bin nicht Wissenschaftler, ich kann das eben nicht. Ich weiss aber, wo es hochgeht, kann es ab und zu auch runtergehen. Es kann sein, dass man es günstiger rückbauen kann. Aber es ist berechnet worden von Wissenschaftlern. Und denen vertraue ich, wie Frau Schlatter gesagt hat, Photovoltaik sei das Günstigste. Das stimmt auch nicht. Es gibt wissenschaftliche Fakten, denen, auf die müssen wir vertrauen als Politiker. Und ich vertraue das Bundesamt für Energie, dass das korrekt berechnet worden ist. Also wenn es korrekt berechnet worden ist, dann ist es auch nicht verpolitisiert, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden, sondern man macht die Kostensituationen und dann tut man die Beträge festlegen. Der Herr Bigler hat jetzt gerade gesagt, es ist völlig verpolitisiert, was ich überhaupt nicht teile. Man probiert mit bestem Wissen und Gewissen die Kosten zu ermitteln, aber die Kurve ist immer aufgegangen und ich tue Frau Schlatter komplett beipflichten. Sie wissen es nicht und ich weiß es nicht, also ist es eigentlich nur ein Fass ohne Boden. Und wenn am Schluss im Gesetz steht,
wenn ihr dann nicht mehr zahlen könnt, dann zahlt halt dann der Bund. Das ist einfach die Problematik der ganzen Technologie. Und darum ist es gut, dass wir die Atomenergie hinter uns lassen und dass wir uns auf Technologien konzentrieren, die nicht am Schluss so eine Abfallproblematik hat, wo man nicht weiss, wie man sie aufräumen muss. Wer das Tableau ganz aufmerksam angeschaut hat, hat festgestellt, es ist von 16 auf 19 aufgegangen. Vorher war es einigermaßen stabil gewesen. Und genau in diesen drei Jahren hat die politische Diskussion stattgefunden. Sie waren damit beteiligt gewesen. Und dann hat man die Zuschläge gemacht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Schauen Sie, wir haben die ganze Sache recht gut ausgelagert in der Schweiz. Also, die Schweiz hat es nicht so schlecht gemacht, für die Stilllegung und Entsorgungskosten quasi Geld zu sammeln. Und das ist überhaupt nicht politisiert. In diesen Gremien sitzen auch Betreiber von AKW. Früher hatten sie sogar die Mehrheit in diesem Gremium mit dem Stilllegungs- und Entsorgungsfonds. Das hat man jetzt leicht korrigiert. Aber verpolitisiert ist das nicht. Man hat die Kostenanalyse genauer gemacht, weil man früher gesagt hat, wir sind einfach noch ungenau und jetzt kommt die Zeit, wo wir es finanzieren können. Frau Schlatter, wollen Sie nicht Sie ein bisschen verpolitisieren? Weil Sie haben vorher gesagt, beim Endlager weiss man eigentlich noch gar nicht, was durchgeht. Aber Fakt ist, man hat 7 Standorte gehabt, ist jetzt auf 3 unten, man ist auf Kurs. Nein, man ist eben nicht auf Kurs, weil man seit 30 Jahren Standorte sucht in der Schweiz. Und wenn man schon nur berechnet, was der Prozess überhaupt kostet und dass wir keinen Fleck weitergekommen sind in dem ganzen Prozess in der Standortsuche, dass man sich eigentlich noch nicht mal einig ist in der Art, was für ein Endlager soll gebaut werden, ob das rückholbar sein soll oder nicht, das zeigt eigentlich, wie paradox das Ganze ist. Und man ist da überhaupt nicht auf Kurs. Und ich glaube schon, das ist wirklich so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen viel verlangt, dass man irgendwie sagt, man kann Kosten abschätzen von einer Lagerung, die 100'000, 200'000 Jahre sicher sein soll. Die Kosten haben ja dann auch wieder damit zu tun, wie lange das dann die restlichen KKWs noch sollen am Netz bleiben sollen. Und da hat Simonetta Sommaruga eine sehr interessante Aussage gemacht am letzten Sonntag. Nämlich, sie können so lange laufen, wie sie sicher sind. So ist es in der Schweiz geregelt. Herr Nussbaumer, einverstanden mit der Bundesrätin? Ja, mit dem letzten Satz bin ich vollständig einverstanden. So ist das in der Schweiz geregelt. Politisch würde ich das anders sehen. Politisch finde ich, sollte man einen geplanten Ausstieg anstreben. So wie das heute auch gezeigt worden ist, wo man vor 2 Jahren gesagt hat, dann im Dezember stellen wir ab. Und das ist für alle anderen AKW auch der richtige Weg. Man muss festlegen, wenn man in der Schweiz die AKW abschaltet. Weil nur wenn man das super feststellt, dann kommt man nicht in die Situation, wo dann der erste Satz zum Tragen kommt. Oh, es ist jetzt nicht mehr sicher, nächste Woche müssen wir abstellen. Haben Sie das Ihrer Bundesrätin auch gesagt? Ja, das weiss ich. Ich habe das schon mehrmals im politischen Kontext gesagt. Man müsste einen geplanten Ausstieg machen. Und das hat damit zu tun, dass man wirklich den Ausstieg planen muss. Man muss die Netzinfrastruktur anpassen. Man muss auch parallel dazu die anderen Erzeugungseinheiten auffahren. Das sind alles Herausforderungen. Und darum ist es schlecht, wenn man nur auf den Moment wartet, wo die Aufsichtsbehörde sagt, jetzt ist es nicht mehr sicher, in 12 Monaten müssen wir weg sein. Herr Bigler, juckt es schon lange. Warum? Ja, so kann man nicht argumentieren. Es ist ja nicht so, dass man die Sicherheit von heute auf morgen untersucht. Das ENSI, die nationale Aufsichtsbehörde, untersucht Wissenschaftler seriös Sicherheit, und zwar auf mittlere und lange Frist aus und nicht von heute auf morgen. Dann wisst ihr ganz genau, dann kommt die internationale Aufsichtsbehörde, da gibt es Peer-Reviews, also da werden eigentlich die Wissenschaftler nochmal von Wissenschaftlern hinterfragt. Man attestiert der Schweiz, das Land sein mit einem von den sichersten KKWs, und insofern ist es im Moment richtig, dass man sagt, die Technologie ist sicher, man kann es weiterlaufen, und zwar auf die nächsten 5 bis 10 Jahre raus sicher. Und darum ist es nicht sinnvoll, wenn man jetzt hier sagt, man muss bereits über Abschaltungen diskutieren. Aber jetzt muss ich Ihnen gleich auch sagen, Herr Bigler, dass es auch Zwischenfälle gibt. Das hat jetzt nicht unbedingt mit den Jodtabletten zu, die man vorsorglich mal verteilt hat der Bevölkerung, sondern auch mit ganz konkreten Ereignissen, wie zum Beispiel dem. Das ist zwar lang her, 1969, Lusson in der Watte, kommt es zu einer Kernschmelze. Die Belegschaft kann nur noch in Schutzanzügen und mit Gasmasken aufs Areal, wo eben der Testreaktor gestanden ist. Aber dann haben wir in jüngster Vergangenheit auch sinnige Schlagzeilen gehabt. Kurzschluss im Kernkraftwerk Gösgen. Mysteriöse Löcher im Reaktor, endgültiges Aus für Beznau 1. Schnellabschaltung, schon wieder Störung im AKW Leibstadt. Herr Bigler, immer noch sicher, dass alles sicher ist? Ja, Beznau ist ja sehr genau untersucht worden. Da ist es um die Frage gegangen, Einschüsse, die in der Hülle innen sind festgestellt worden, sind die problematisch oder nicht. Man hat Belastungstests gemacht, hat
sehr seriös geschaut, wie ist das jetzt zu bewerten. Und Sensi hat dann Kontrolle gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass das an und für sich nicht problematisch ist und die Sicherheit von Betznau nach wie vor gewährleistet ist. Und dann ist es, wie ich schon gesagt habe, international nochmal angeschaut worden und ist auch von dieser Seite her attestiert worden. Also zu dieser Sicherheit muss man einfach mal erstens sagen, dass die Beurteilungen von dieser Sicherheit sehr umstritten sind. Das ist ein Punkt, gerade bei Betznau, wo man quasi den Mantel, der da die Löcher hatte, einfach nachgebildet hat und dann in einem Modell quasi getestet hat. Ich stelle mir das so vor, das ist wie bei einem Auto, bei einem Pneu, wo das Profil abgenützt ist. Dann macht man einfach, nimmt man einen neuen Pneu und das Profil abschleifen und nachher schauen, ist er in der Belastung gleich stark, ohne zu berücksichtigen, was für ein Wetter oder was er ausgesetzt worden ist. Also das finde ich so ein bisschen schwierig. Und das andere ist, man muss schon sehen, die AKWs, die haben ihre Lebensdauer überschritten. Oder? Die sind ausgelegt für 30, 40 Jahre. Wir gehen jetzt 50 Jahre, wir gehen 60 Jahre. Also wir bewegen uns auf einem Terrain, wo wir keine Ahnung haben, wie das sich entwickeln soll, wo nicht so gedacht war, um das Boot zu haben. Und da, finde ich, da bin ich einfach sehr kritisch mit diesen. Sind kritisch und sagen eigentlich, Betznau ist eigentlich ein Schrottreaktor. Sagt Frau Schlatter. Ich wohne in einem Kanton, der von 3 Kernkraftwerken umgeben wird. Und ich sage, ich bin dankbar, dass man das immer publik macht, wenn auch der kleinste Vorfall passiert. Aber es ist nicht das Empfinden der Bevölkerung, dass wir hier aktiv gefährdet sind. Was mir viel wichtiger ist, und das sage ich Ihnen, vor allem bei der Frau Samaruga, die Aussage. Ich glaube, die Frau Samaruga hat verstanden, was passiert, wenn man die Kernkraft vom Netz nehmen in der Schweiz. Nämlich eine massive Gefährdung der Versorgungssicherheit. Und das ist das grosse Problem. Darum bin ich das Interview gelesen. Ich bin dankbar, dass sie es gesehen hat. Und ich glaube, sie hat auch gesehen, dass wir gar keine andere Wahl haben, als die Kernkraftwerke. Das sieht jemand anderes, der hier hockt. Ich möchte Ihnen die Person vorstellen. Bei uns ist der Heini Glauser, 67, Architekt und Energieingenieur. Sie haben gestern ein Jubiläum gefeiert. Sie und Ihre Mitstreiter haben zum 1750. Mal etwas gemacht. Was haben Sie gemacht? Wir haben eine von den Mahnwachen gemacht, die wir seit 2 Wochen nach Fukushima machen, vor dem Ensi. Und zwar ist das so entstanden, dass einen Monat vor Fukushima haben wir einen jungen Journalisten angerufen und wollten fragen, wieso er kritisch bin gegen AKW. Und ich habe ihm das erklärt und auch weitergefragt. Und so. Und dann habe ich ihm das Beispiel Tschernobyl gebracht. Und dann hat der junge Journalist mir gesagt, was ist Tschernobyl? Und einen Monat später passiert das Fukushima. Man muss vielleicht auch noch sagen, für die Schweizer Sicherheitsbehörde, nennen sie, war Japan zusammen mit der Schweiz immer die sicherste AKW-Nation. Ich schub ENSI Aufsichtsbehörden über die Atomanlagen. Genau. Und dann haben wir gefunden, erstens, das darf nicht passieren, dass man Fukushima so vergisst, wie jemand Tschernobyl. Und zweitens müssen wir die Sicherheitsbehörde jetzt in Pflicht nehmen. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen jeden oben von 5 bis 6 von ENSI, um die Mitarbeiter daran zu mahnen, dass wir nicht einverstanden sind mit ihrer Sicherheitskontrolle. Bei jedem Huddelwetter haben Sie das gemacht. Wir haben auch ein Bild vorbereitet, wo man Sie hier sehen. Ja, das heisst jetzt aber mit dem heutigen Tag, Mühleberg weg vom Netz, Sie können eigentlich das Tischli zusammenräumen, Sie können die Fahnen in den Keller runter. Überhaupt nicht. Also, ich finde das toll, dass Frau Thoma als neue Chefin oder eine Chefin, die ein paar Jahre jetzt BKW hat, sich entschieden hat, aus ökonomischen Gründen, vielleicht auch ein bisschen wegen der geteilten Meinung in der Schweiz, aus dieser Technologie auszusteigen. Und sie war die erste Person in der Schweiz, die den Mut hatte, den Flieger einmal zum Landen zu bringen. Uns ist nämlich nicht klar, wer in der Schweiz überhaupt die Kompetenz will übernehmen, sagen jetzt Stopp. Und der Satz, wo Simonetta Sommaruga gesagt hat, hat ja auch schon Moritz Leuenberger gesagt, da finde ich einen der dümmsten Sätze, die es gibt. Weil, was heisst das, laufen los, solange es sicher ist? Ich nehme an, jeder von Ihnen ist mit dem Auto, Zug oder Velo heute Morgen aus dem Haus gegangen und ist überzeugt, dass es sicher ist. Und Sie sehen ja, wie viele Opfer wir haben. Sicherheit ist so ein theoretischer Begriff. Und Betznau ist viel unsicherer als Mühleberg. Sicher oder nicht sicher, neben Ihnen Lorenz Haberstich, der einen Teil seiner Lehre in dem KKW Mühleberg gemacht hat. Haben Sie nie Angst gehabt, dass Ihnen das Ding um die Ohren fliegt? Nein, ich habe eigentlich nie Angst gehabt, weil man, so vor 47, 46 Jahren war das eine neue Technologie gewesen. Man hatte relativ grosses Vertrauen in die Technologie. Man ist in diesem Mühleberg aufgeklärt worden, wie dass man sich zu verhalten hat, wie dass das ganze Zeug abläuft. Und ich eigentlich nie ein Problem gehabt mit dort. Gut, mir ist auch nicht gedungen, der bei dem Brennstab war. Aber gleich, man hat einen Einblick gehabt über das Ganze. Und ich habe mich immer sicher gefühlt. Man hat natürlich auch geschaut,
geschaut, wenn man aus ist, hat man mit dem Geigenzähler hat man zu viel oder zu wenig. Aber für mich war das eigentlich etwas sehr Schönes, gewesen, etwas Neues, wo man gesehen hat, aha, jetzt kann man doch nicht nur mit Wasser, sondern auch vielleicht mit einer anderen Technologie tatsächlich Strom erzeugen. Es ist natürlich schon spannend, wenn man hier da dabei ist. Etwas Schönes war, Herr Klaus, schüttelt es fast, oder? Doch, ich kann das voll verstehen, dass so eine Anlage wie jede technische Anlage ist für die Leute, die es betreiben, und wenn sie es noch verantwortlich betreiben, umso mehr, ist natürlich der Stolz für ein Berufsleben. Aber je komplexer so eine Anlage ist, desto mehr gibt es auch unvorhergesehene Sachen. Ich möchte jetzt einfach über die Frage Sicherheit noch sagen, was uns der Direktor vom ENSI, also der Herr Wanner, der jetzt in Pension geht, und der Herr Schwarz in der ersten Woche gesagt hat, wo wir dort gestanden sind. Die haben gesagt, wieso stehen ihr hier, geht doch auf den Bundesplatz oder geht von Betznau. Da haben wir gesagt, nein, wir gehen hier erst weg, wenn ihr uns garantieren könnt, dass die AKW sicher sind. Wisst ihr, was er gesagt hat? Das können sie uns nicht garantieren. Und abgesehen davon sind sie nicht einmal für die Sicherheit verantwortlich. Das sind Betreiber. Ihre Aufgabe sei, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu kontrollieren, ob die eingehalten sind. Und dort liegt jetzt die Krux, was man hier vorgibt. Und wenn man sich in diese Sache hineinstudiert, dann staunt man nur noch, wie mit diesen Aspekten umgehen. Also, Sie haben keine Garantie für Sicherheit bekommen. Herr Bigler, irritiert Sie das, wenn Sie das hören? Nein, mich irritiert eigentlich der Satz von Herrn Glauser, der Satz von der Frau Sommaruga, so lange laufen, wie sicher sie war, ein dummer Satz. Weil das Schweizer Volk hat genau das bestimmt in der Abstimmung. Hat genau an der Urne gesagt, wir lassen die KKW so lange laufen, wie sie sicher sind. Ich hoffe nicht, dass ihr dem Schweizer Volk vorwerfen könnt, dass sie einen dummen Beschluss gefasst haben. Darf ich Ihnen ein Beispiel bringen? Ein kurzes Beispiel, dann würde ich gerne einen Schritt weiter. Also kurz nach Fukushima ist die Thematik Hochwasser-Tsunami aufgekommen. Toni Brunner hat damals hell rausgelacht, ob es in der Schweiz einen Tsunami geben soll. Und da innen kennen ja die meisten wahrscheinlich, dass in Japan so Marken gefunden worden sind, vor mehreren hundert Jahren, wie hoch die Tsunami gesehen sind. Und der AKW-Betrieb hat sich nicht daran gehalten. Beim Hochwasser in der Schweiz ist es genau gleich. Wir haben den Bruck, wo ja daher kommt, Marken, wie hoch als Hochwasser zum Beispiel 1852 war. Und wenn Sie jetzt schauen, was Dennoch und Axpo dann berechnet haben, wie viel Hochwasser es dort kommen soll, ist das markant. Und der Höhe, wie die Hochwassermarken ist. Fukushima ist gefallen als Begriff. Ein Moderator muss flexibel sein. Reden wir kurz darüber. Es war nämlich der Wendepunkt der Schweizer Energiepolitik. Sie erinnert sich noch an die Nuklearkatastrophe vor 8 Jahren. Bilder mal aus der Sperrzone, die wir hier sehen. Die Häuser sind leer zurückgeblieben, die Leute sind fluchtartig gegangen, viele Tiere sind auch verhungert, zum Beispiel das Büsi hier. In der Zwischenzeit ist der Grossteil der Bewohner wieder in ihre Häuser zurückgekehrt. 2 Monate nach der Nuklearkatastrophe hat dann der Bundesrat den schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie verkündet. Der Stecker ist gezogen, aber sind wir wirklich auf den Ausstieg vorbereitet? Urs Bold ist bei uns im Vorstand des Energieclub Schweiz, einem Verein, der die Energiepolitik vom Bundesrat, sagen wir mal, kritisch begleitet tut. Hat man überschnell reagiert, überhastet nach Fukushima? Also das würde ich behaupten, sicher ja. Deutschland genauso. Das war rein politisch getrieben und sehr emotional. Und jetzt stehen wir natürlich vor der Herausforderung, wie ersetzen wir jetzt den Strom, der vom Netz geht. Und wenn dann zukünftig weiter vom Netz geht, müssen wir Alternativen haben, weil es zeigt einfach die Realität auch in den anderen Ländern, dass man mit Solar und Wind nicht die Versorgungssicherheit gewährleisten kann, ohne dass man massiv zusätzliche Infrastruktur bauen. Aber ein Problem, das wir schon vor der Sendung gemeinsam übereinstimmen, ist, wir bringen auch die Speicherkapazität nicht an mit Lithium-Ionen-Batterien. Und Pumpspeicher haben wir ja auch nicht, weil da sieht man, dass auch dort der Widerstand hoch ist. Und der Zubau von fluktuierenden erneuerbaren Energien wissen wir ja, dass es problematisch ist, wenn man nicht die anderen Komponenten im Energiesystem auch ausbauen. Aber Sie sagen, der Entscheid hat man überhastet gefällt, die Landesregierung, mal vor 8 Jahren. Heisst das, man hat sich von Emotionen leiten lassen, aus Ihrer Sicht? Nachdem man die Bilder gesehen hat, nachdem die Katastrophe da war? Eindeutig. Also in Deutschland ist klar gewesen, und wir wissen jetzt auch vom Herrn Bigler, das wird die laufende Überwachtsicherheit. Dass man da vielleicht einen Zwischenschritt macht und untersucht, ob es jetzt irgendwelche Indizien gibt, die gelernt werden könnten. Fukushima hat man ja gemacht. Und auch aufgerüstet und angerüstet, soviel mir bekannt ist.
Vielen Dank. Man hat daraus gelernt. Frau Schlatter, man hat überhastet reagiert, überschnell aus dieser Energie heraus. Nein, ich glaube, die Zeit war reif. Also die Leute haben ja die Atomkraft schon sehr, sehr lange kritisiert. Unsere AKWs sind alle über der Lebensdauer. Es ist ein Unfall passiert, ein tragischer Unfall in einem Land, das ja, von der Entwicklung her ähnlich ist, von den Sicherheitsansprüchen her sehr ähnlich ist wie die Schweiz. Und das hat die Leute einfach aufgerüttelt. Und man war bereit, um den Entscheid zu fällen. Und so hat die Bevölkerung ja auch entschieden. Und klar, ich meine, man hat die Diskussion müssen führen. Wir haben ja auch die Atomausstiegsinitiative gehabt, die dann auch noch dazu beiträgt, hat, dass man mit der Energiestrategie die Diskussion offen geführt hat. Aber es ist nicht so, dass, man irgendwie, dass es vorher keine Anti-AKW-Bewegung gegeben hat, sondern die war sehr stark. Ich erinnere es ja an Kaiser August, oder? Die war immer da und es hat immer Leute gehabt, die sehr, sehr kritisch waren. Ich glaube, die hat man dort nicht so reagiert. Dann wären wir heute vielleicht im Bau sogar von einem neuen Kernkraftwerk, nämlich zu Mühleberg. Man war sehr weit in der Planung. Und selbstverständlich war das ein Schock. Das hat einen Meinungsumschwung gegeben im Schweizer Volk. Und ich glaube, jetzt müssen wir wirklich die Lagebeurteilung machen und dem Schweizer Volk sagen, was passiert in 10 Jahren, was passiert in 20 Jahren, wenn wir eben mit der Solarenergie nicht das richtige Rezept finden, um schlussendlich unsere Bandenergie gewährleisten können. Da müssen wir ehrlich sein, wo es hergeht. Und das ist mir wichtig. Ich sage Ihnen offen, ich will auch kein Kernkraftwerk noch mal bauen. Aber es ist auch die einzige Option, um unseren Wohlstand, wo niemand von uns darauf verzichten will, um den zu gewährleisten. Und das Rezept, das wir momentan in der Schatulle haben, das wissen wir. Die werden nicht wirken. Ich glaube einfach nicht, dass Ihre These, man würde jetzt bauen, nur ein bisschen stimmt. Weil der Punkt ist, Sie würden niemanden finden, der im Moment finanzieren tut. Das hat sogar Herr Bigler heute im Tagesanzeiger gesagt. Also heute ist gar niemand herum, der in diesem Setting, wie heute energiewirtschaftlich alles aufgestellt ist, würde investieren. Darum stimmt sicher diese These nicht. Der zweite Punkt ist, wenn Sie demokratische Auseinandersetzungen haben, dann müssen Sie am Schluss auch anstehen, das hat Frau Bundesrätin Leuthard dann mal gemacht, hat auch eine Analyse gemacht, hat das noch eine demokratische Akzeptanz? Und die demokratische Akzeptanz ist nicht da. Die demokratische Akzeptanz ist nicht da. Und wenn Sie bauen wollen, wenn Sie jetzt sagen, das wäre viel sicherer jetzt, dann muss ich Ihnen einfach sagen, Bauzeit von einem Atomkraftwerk. Und wenn Sie uns jetzt bauen wollen, wie lange ist das, Herr Gietzendanner? Wir reden zwischen 20 und 30 Jahren und wahrscheinlich dann am Schluss noch 40% teurer. 40% teurer, als was Sie jetzt heute würden sagen. Das ist das Problem von dieser Technologie. Und gleichzeitig noch das Abfallproblem noch nicht gelöst haben. Und Sie sagen mir heute so, ich würde einen Finanzierer bringen, ich würde das Abfallproblem lösen und die Kosten würde ich auch noch einhalten. Und alles können Sie heute nicht. Sie können in die ganze Welt schauen. Niemand kann ein AKW mehr in einer angemessenen Frist bauen, mit angemessenen Kosten. Und das Abfallproblem ist noch nicht gelöst. Und das ist die Herausforderung. Da muss man demokratisch das ändern. Die Generation hat es geschafft. Im 66 ist der Entscheid gefallen worden. 67 hat man angefangen zu bauen und im 72 hat man Mühleberg als Netz genommen. Die haben es geschafft. Also wieso soll es unsere Generation nicht schaffen? Oder vielleicht in einer längeren Dauer. Und jetzt kommt eine ganz grosse Frage, die ich an Ihnen sage. Was kostet oder was ist der Preis der Versorgungssicherheit? Sagen Sie mir das. Und wenn Sie das beantworten können, dann glaubt ich, dann könnte man eben noch mal ein Kernkraftwerk realisieren. Weil das ist ein Preis, den wir momentan alle nicht bestimmen können, weil ihn niemand zahlt. Aber am ersten Tag, wo wir zu wenig Strom in diesem Land haben, dann sind die Leute eben bereit, das zu zahlen. Und der dritte Punkt, wenn wir heute eine Umfrage machen in der Bevölkerung, bin ich überzeugt, jawohl, der Nutzen von der Kernenergie und Gefahren, da wird wahrscheinlich momentan noch Gefahren oben ausschlagen. Aber wenn wir eine Lagebeurteilung machen und aufzeigen, dass wir in eine riesen Lücke hinlaufen und das kann sein, dass wir hier drinnen einfach irgendwo neu mal von Energie rationieren. In dem Moment bin ich überzeugt, wenn wir ehrlich und transparent sind in der Politik, dann wird das Volk anders entscheiden. Bevor wir über Versorgungssicherheit reden, müssen wir glaube ich, den Leuten zuerst einmal zeigen, wie das eigentlich aussieht mit dem Strom. Woher kommt der Strom eigentlich? Aus der Steckdose, werden Sie vielleicht sagen, aber wie kommt er in die Steckdose hinein? Wir zeigen Ihnen und haben aufgeschlüsselt, wie das aussieht, wie der Strommix aussieht, der bei uns produziert wird und was das bedeuten würde, wenn die Kernkraftwerke wegfallen. Und so sieht es aus. Wasserkraftwerke produzieren den größten Teil des Stroms in der Schweiz. Pump- und Speicherkraftwerke in den Bergen sowie Laufkraftwerke an Flüssen tragen gut 55% zur Stromproduktion bei. Erneuerbare Energien wie Windkraft und Solarstrom haben nur einen kleinen Anteil an der Stromproduktion. Zusammen gerade einmal 4%.
Thermische Kraftwerke wie Kehrichtverbrennungsanlagen, die auch Strom erzeugen, liefern etwa gleich viel. Gut 4%. Von den 5 Schweizer Atomreaktoren kommen 36% des Stroms. Nun ist Mühleberg abgeschaltet. Was passiert, wenn auch die anderen Kernkraftwerke vom Netz gehen? Stand heute würde die Schweiz dann rund ein Drittel weniger Strom produzieren. Ein Drittel von der Stromproduktion in der Schweiz fällt weg, Frau Schlatter, wie wollen Sie das Loch stopfen? Ja, also zuerst mal muss man einfach sagen, dass die Schweiz ja immer noch zu dem Strom, also dass wir immer noch einen Überschuss produzieren. Also wir produzieren eigentlich mehr, als wir quasi in der Schweiz verbrauchen. Wir haben in dem, dass unsere Unternehmer im Ausland auch unter anderem auch Atomkraftwerke oder eben zum Teil auch in einem kleinen Ort Kohlekraftwerke quasi drin investieren. Das muss man mal sehen. Also, wenn man schon mal vielleicht sich entscheiden, dass man ein bisschen weniger Wasserkraft auf Italien exportieren würde, dann würde man da schon mehr auf Kurs kommen. Und der zweite Punkt ist der, oder? Die Schweiz ist europaweit Schlusslicht im Zubau von Erneuerbaren. Und ich frage mich schon, wenn es alle anderen können, warum können wir es nicht? Und der Grund ist ganz einfach. Der Grund auch, warum unsere Unternehmen im Ausland investieren in die Erneuerbaren und nicht in der Schweiz, ist, weil die Rahmenbedingungen in der Schweiz so schlecht sind, dass es sich nicht lohnt. Und das ist eine politische Aufgabe, das zu ändern. Aus dem Augenwinkel gesehen, wo Sie das Wort Überschuss gebraucht haben, hat Herr Gierzer da den Kopf geschüttelt. Warum? Ich wüsste nicht, in welchem Jahr das Frau Schlatter da sitzen kann, bezeugen, dass es einen Überschuss gab. Das ist faktisch, ist das nicht wahr, was Sie gesagt haben. Aber ich sage Ihnen jetzt, wir müssen das Winterhalbjahr anschauen und Sie müssen jetzt nachher eine Antwort hier liefern zum Publikum, wie wenn Sie in Zukunft die Bandenergie gewährleisten, wenn eben am Oben schlussendlich die Solarenergie nicht wirken kann. Und das ist die grosse Frage. Wie wollen wir im Winter uns selber versorgen, wenn wir nicht einfach dreckigen Strom vom Ausland importieren wollen? Und dort ist die ganz grosse Frage. 2022 wird Deutschland aussteigen aus den Kernkraftwerken. Also es wird noch Kohlestrom dort geben. Frankreich wissen wir nicht, wie die Erneuerungen der Kernkraftreaktoren werden sein. Also wir werden von Polen und vom Osten werden wir zukünftigen Strom müssen importieren. Und unter der CO2-Thematik muss ich Ihnen das einfach sagen, ist das lachhaft. Wenn Sie jetzt plötzlich sagen, ja, das sind unsere CO2-Bilanz, ist das überhaupt kein Problem. Also es bedauere ich doch ein bisschen, gerade wenn ich auf der grünen Seite schaue, dass wir da nicht ehrlich sind. Herr Gierzer, schildert immer alle Probleme. Und Ihr Konzept, das Sie ja zur Antwort geben, geht etwa 30 Jahre. Wenn wir jetzt über Versorgungssicherheit reden und der Herr Protz fragt, wie wollen Sie diesen Drittel ersetzen, erwarte ich eigentlich von Ihnen, dass Sie sagen, indem wir in diesem Land investieren, indem wir in diesem Land Sonnenenergie ausbauen, indem wir in diesem Land Windenergie ausbauen, damit wir möglichst versorgungssicher die Zukunft gestalten können. Weil Ihr Konzept ist hier anklagen, da ist etwas nicht gut, da ist etwas nicht gut, das funktioniert nicht. Wenn ich Ihren Kurs verfahre, dann hätten wir tatsächlich ein Versorgungssicherheitsproblem. Weil Sie wollen jetzt 30 Jahre lang warten, bis der nächste Meiler gebaut ist und wissen nicht einmal, ob Sie ihn bauen können. Was ich sage, in diesem Land, auf Ihre Frage, in diesem Land muss ein Investitionsprogramm kommen für erneuerbare Energien. Weil die Wissenschaft, die ja vorher akzeptiert worden ist, dass eine wissenschaftliche Erkenntnis werden akzeptiert, die Wissenschaft sagt, wir können 100% erneuerbaren Strom in diesem Land anbringen. Wir haben Herausforderungen im Winterhalbjahr, bin ich voll bei Ihnen, müssen wir lösen. Aber wir können das herbringen, wenn wir miteinander wollen. Wir können das herbringen. Moment, Steff. Versorgungssicherheit, Herr Bolz, Sie sagen, das ist der Knackpunkt. Malen Sie schwarz. Nein, ganz und gar nicht. Das, was der Nussbaum gerade gesagt hat, das stimmt einfach nicht. Wenn man ins Ausland schaut, wo man massiv Solar und Wind zubaut, braucht man Backup. Also in Deutschland weiss man, Kohlekraft kann nicht vom Netz gleichzeitig mit der Kernenergie. Und sie müssen Backup-Gaskombikraftwerke bauen. Sie können auf YouTube googeln, Sie sehen die Werbung, wo Gaskraft propagiert wird als saubere Energiequelle, die die Erneuerbaren unterstützen. Das ist einfach ein Blödsinn, was man hier hört. Und da kann man weltweit schauen. All die Länder, die einen tiefen CO2-Mix, einen CO2-Ausstoss haben im Energiemix, die haben entweder extrem viel Wasserkraft, oder sie haben gleichzeitig dazu einen Teil Kernenergie. Das ist genau so, wie es in der Schweiz ist. Die Österreich haben etwa 70% Wasserkraft, Norwegen etwa 98%, Brasilien hat etwa 70%. Und die,
nicht so viel Wasserkraft haben, weil das ist das, was verhebt. Die müssen eigentlich etwas dazu nehmen, wo eben auch im Betrieb kein CO2 ausstößt. Und das ist zum Beispiel in England der Fall, wo auch die Grünen akzeptieren, dass halt zu diesem Mix auch Kernenergie gehört. Nur jetzt haben wir aber abgestimmt und wir wollen keine neue mehr bauen, dann müssen wir über die Alternative reden. Aber alles, was man anschaut in Szenarien, wird den CO2-Ausstoß nicht abbringen, sondern aufbringen. Also rein klimapolitisch wird es nicht verheben. Weil Solar hat etwa 8-mal mehr CO2-Ausstoß als eine Windkraft- oder eine Kernkraftanlage. Das muss man einfach wissen. Das sind ja Zahlen vom Bund und nicht von mir, vom BAFU. Also sie renovieren sich, der Herr Nussbaumer renoviert sich auch, damit sich Kameraleute nicht renovieren, weil ich am falschen Ort stand, die beiden miteinander können reden, stehe ich da hier. Ja, er hat mir vorgeworfen, dass das blöd sind, was ich erzähle. Ich habe nur gesagt, wir sind schon in einer guten Ausgangslage, wir haben schon viel Wasserkraft und jetzt haben wir eine Herausforderung von diesem Drittel. Wenn Sie einfach sagen, wir machen nichts und es wird nie funktionieren, dann wird es auch nie funktionieren. Wenn es auch nie funktionieren mit Ihrer Position, wird es nie funktionieren. Was die Aufgabe wird sehen, wir müssen ganz viele erneuerbare Energien zubauen. Das wird im Sommer halbjahr dazu führen, dass wir wirklich zu viel haben. Dann müssen wir miteinander diskutieren, wie können wir es umwandeln, wie können wir da etwas machen, dass wir es in Winter transferieren können. All diese Sachen müssen wir noch lösen, da bin ich voll bei Ihnen. Aber was nicht stimmt, ist, dass man es nicht erreichen kann. Es gibt ein ganz anderes Energiesystem. Nämlich nicht das Energiesystem, wo wir miteinander gross geworden sind, sondern es ist ein mehr dezentralisiertes Energiesystem, wo wir Speicher werden haben, wo wir Umwandlungsanlagen für erneuerbares Gas werden haben, wo wir im Winter vielleicht auch Gasmotörli werden haben, wo gleichzeitig Wärme und Strom produzieren, Wärme-Kraftkopplungsanlagen. Das wird alles noch sein. Aber es ist möglich, dass wir versorgungssicher und zuverlässig in diesem Land weiterhin Strom haben. Und damit wir nicht nur theoretisch bleiben, möchte ich Ihnen jemanden vorstellen, der das ganz praktisch anwendet, so eine erneuerbare Energie, nämlich Solarstrom. Andreas Furrer, Sie sind 58, Landwirt und arbeiten gleichzeitig in einem Gefängnis, sind Justizvollzugsbeamte. Und auf Ihrem Bauernhof da wimmelt es von Solarpanels. Erzählen Sie, wie sieht das dort aus? Ja, es sind einfach die Südostseiten von einer Reithalle und von einem Ökonomiegebäude sind beleidigt mit Photovoltaik seit dem 11. 12. Und darauf produziere ich etwa Strom für 40-50 Einfamilienhäuser. Und ich bin ja politisch nicht vorbelastet, auch technologisch nicht vorbelastet. Ich habe mir sagen lassen, aus zuverlässigen Quellen, dass in der Schweiz innerhalb von zwei normalen, witterungsmässig normalen Tagen der gesamte Schweizer Jahresenergiebedarf inklusive der Fossilen von der Sonne oben runterkommt. Und da gehe ich davon aus, dass wir mit unseren Technologien das, weiss Gott, irgendwie ins Netz bringen. Sie sind ein totaler Sonnenfan, das spürt man. Tun Sie aber nicht das Potenzial ein bisschen überschätzen? Es ist so. Ich habe mich noch ein schlau gemacht. Und was ich schon lange sage, aber auf unseren Reihen hört ja niemand. Wir haben ja nichts zu sagen, eigentlich, so als Kleine. Wenn man auf über 1500 Meter Höhe oben würde ein paar Quadratkilometer Photovoltaik machen in unseren, sagen Sie ein bisschen böse, Felswüsten, die wir ja haben. Also in den Bergen oben, wo es niemand stören würde. Dort oben haben die, wenn wir Nebel haben, haben die sehr viel Sonne, auch im Winter. Und dann muss man natürlich mit dezentralen Speichern, das sind wir jetzt auch gerade am Planen, für eine neue Anlage, die ich bauen will, dass man mit dezentralen Speichern dann das Tag-Nacht-Zeugs da ausgleicht und halt eben dann mit Winter-Sommer, mit eben Power-to-Gas, allenfalls mit Speicher für Gas, die schon vorhanden sind, habe ich im Vorfeld die Diskussion schon gehört, da bin ich der Meinung, dass man das auf die Reihe sollte bringen. Wir bringen das auf die Reihe. Vielen Dank, Frau Schlatter. Wir bringen es auf die Reihe, indem wir die ganze Schweiz mit Solarpanels zupflastern. Ist das Ihr Traum von einer grünen Schweiz? Nein. Sag nicht, dass Sie das wollen, Herr Wurm, nur dass das klar ist. Nein, das braucht... Spiel den Ball noch weiter. Das braucht es ja nicht einmal, oder? Man muss vielleicht schon noch mal die Zahlen schnell schauen. Oder? Die 23 Terawattstunden, die würden wegfallen, wenn man all die AKWs würde abstellen oder dann abstellt jetzt in den nächsten Jahren. Und das Potenzial. Und der Bund hat ausgerechnet, das Potenzial auf den bestehenden Dächern wäre 67 Terawattstunden. Also da gebe ich dem Herrn recht. Oder es ist ja wirklich...
das Potenzial wäre da. Und was einfach fehlt, ist der politische Wille. Und wir führen hier eine total hypothetische Diskussion. Wir haben keine Wahl. Niemand baut Ihnen heute ein AKW. Es ist, niemand baut es Ihnen, niemand zahlt es, niemand versichert es. Also, wir haben keine Wahl. Wir können ja die AKWs nicht noch 100 Jahre weiterlaufen. Die sind am Ende der Lebensdauer. Also müssen wir überlegen, was machen wir. Und jetzt, ich habe von niemandem von diesen Herren vorher gehört, dass sie eine Lösung hätten. Oder niemand kann Ihnen sagen, wie man die Energiewende meistert heute. Das ist die grösste Herausforderung, die die Menschheit je gehabt hat, die Klimakrise. Das kann Ihnen niemand sagen. Aber wir müssen es versuchen. Und wir müssen so viel Energie reinstecken in den Versuch, wie wir können. Herr Bigler, Sie haben keine Lösungsvorschläge. Ja, ich bin sehr einverstanden, dass man sich jetzt überlegt, wie kann man Atomstrom substituieren kann. Soweit es notwendig ist. Es kommen ja dann noch neue Technologien. Und dann gibt es das allenfalls eine andere Diskussion, wo jetzt orientiert man sich eigentlich an der aktuellen. Die ist tatsächlich nicht mehr wirtschaftlich langfristig. Aber kleine modulare Reaktoren, die jetzt sehr weit in der Forschung sind, können das Bild wieder verändern. Jetzt, was können wir sofort machen? Der einfachste Schritt wäre, dass wir bei der erneuerbaren Energie Wasser die Staumauern erhöhen würden. Und das ist ausgerechnet die Grünen, die wieder blockieren und sagen, aus Landschaftsschutzgründen kann man das nicht machen. Ironischerweise, BKW, die heute Mühleberg abgeschafft hat, kann die Grimselstaumauer nicht erhöhen, weil man Einsprachen hat. Und wir könnten dort zusätzliche Energie machen. Das wäre das Schnellste und das Unmittelbarste. Also die Grünen machen die Energiewende kaputt. Also, ich muss Herrn Bigler widersprechen. Das ist nicht die einfachste Lösung, oder? Sondern das ist ein massiver Eingriff, oder? In unsere Landschaft. Oder? Ja, wie weit das ändern? Das ist, wenn man einen massiven Eingriff macht in die Landschaft, muss man die Bevölkerung mitreden. Oder man kann nicht einfach darüber hinweggehen und die Bevölkerung nicht mitreden. Und in dem, dass sie Politik betreiben, wo die Prozess immer von Anfang an schon blockiert, weil man gar nicht will, auf die Erneuerbaren setzen, kommen wir auch dort nicht weiter. Wir brauchen die Zeit, um bei so massiven Eingriff mit der Bevölkerung zu reden. Und da wären mir ein paar tausend Dächer, die schon bestehend sind, recht viel lieber. Aber die Frage ist doch auch, ob es allenfalls eine Übergangslösung braucht. Das wären dann die sogenannten Gas-Kombi-Kraftwerke, also Stromfabriken, die auch wieder CO2 ausstoßen. Die Frage hat heute beim Abstellen von Mühleberg auch Susanne Thoma umtrieben. Sie hat etwas dazu gesagt, die Chefin von BKW. Hören wir uns das an, ist nämlich sehr interessant. Gaskraftwerke im Sinne einer Brückentechnologie vom heutigen Zustand in den zukünftigen, der noch relativ weit weg ist, sollte man zumindest ernsthaft und nicht ideologisch anschauen. Nicht ideologisch anschauen, machen Sie das, Herr Nussbaumer? Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass man die Frage, die jetzt noch ein bisschen gekommen ist mit der Versorgungssicherheit, die eigentlich das Winterhalbjahr betrifft, dass man das ernsthaft miteinander diskutiert, wie machen wir das. Aber was nicht die Antwort kann sein, weil man das Winterhalbjahr-Problem hat, die Antwort, wir machen das Gaskombikraftwerk. Die Antwort muss sein, wir machen zuerst ganz viel erneuerbare Energie, probieren die im Winter transferieren und im Winterhalbjahr schauen, wie wir das managen mit dem, was wir machen können. Wenn Frau Schlatter sagt, wir können 67 Terawattstunden, dann ist die Antwort von Herrn Bigler, ich will gar nicht auf das reagieren, ich rede sofort über die Grimselstaumauer. Das ist genau das Problem in unserem Land. Wir müssen über die Möglichkeiten reden, die wir machen können im nächsten Jahrzehnt. Und das ist Sonnenenergie. Das ist Sonnenenergie, die wir machen können und wo wir dann am Schluss vielleicht wieder zu diesem Interview kommen und sagen, schaffen wir es jetzt, das ins Winterhalbjahr zu transferieren? Das ist die Herausforderung, die wir energiewirtschaftlich haben. Herr Gietzer, kann es dann sein, dass man tatsächlich am Schluss noch irgendwie dreckigen Strom aus Kohlekraftwerken aus Deutschland importieren muss? Ich werde mich jetzt sehr stalten, dass ich auch Teil der Lösung bin. Ich baue momentan auch im Geschäft ein grosses Solardach, darf ich sagen. Über 400 Kilowatt-Peak in der ersten Ausbauphase, am Schluss über 1200. Und wir beschäftigen uns ja sehr intensiv, wie können wir das speichern? Und das wissen Sie selber. Der Wirkungsgrad, wenn Sie es anfangen zu speichern, ist derart tief momentan, dass wenn Sie es wieder zurückholen, dass Sie so einen hohen Kilowattstundenpreis haben, dass das einfach technologisch wahrscheinlich irgendwo zwar möglich wäre, aber wirtschaftlich ist es nicht abbildbar. Und am Ende des Tages brauchen wir bezahlbaren Strom in der Wirtschaft, in der Bevölkerung. Gerade insbesondere, wenn wir sagen, wir wollen die Häuser noch mehr elektrisch heizen zukünftig, wir wollen auf die Elektromobilität gehen. Und dort kommt wirklich die Kardinalsfrage, wie tun wir die Versorgungssicherheit in diesem Land gewährleisten. Und ich gebe mir jetzt die Antwort, nein, ich wette nicht, dass das Gaskombikraftwerk geht. Sie stellen sich die Frage selber und geben die Antwort. Das ist ein interessanter Verlauf. Nein, der Fußabdruck ist mit heute
zum heutigen Tag schon viel schlechter wird, als CO2 angeht pro Kilowattstunde. Und wird noch viel schlechter, wenn wir ein Gas-Kombikraftwerk bauen. Aber ich sehe einfach, wenn sie sich weigern, in die Kernkraft zu gehen, in eine saubere Technologie, was CO2 angeht, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als wir entweder importieren oder eben so ein Werk bauen. Ich kann nachfragen, weil sie hat am liebsten ja die Kernkraftwerke schon gestern als heute abgestellt, Mariona Schlatter. Mich nimmt aber schon Wunder, ob sie dann vielleicht auch sieht, dass gerade die Atomenergie ein Teil der Lösung des Klimaproblems sein könnte. Das kann ich jetzt nachfragen in einem 1:1. Frau Schlatter. Wie grün ist Atomstrom? Es ist überhaupt nicht grün. Man probiert jetzt eine Imagekorrektur zu machen, so ein sogenanntes Climate Washing. Aber das ist natürlich nicht so. Atomkraft ist ein grosses Umweltproblem. Sie können gar nichts anderes sagen als grün, oder? Auch wenn es noch so nicht gefährlich wäre oder eben auch wenn es noch so klimaneutral wäre, Sie müssen einfach sagen, es ist schlecht. Ist das nicht schon ein paar anstrengend? Schauen Sie, wir haben ganz viele Umweltprobleme. Und man kann nicht sagen, die Klimakrise ist das Einzige, was wir haben. Wir haben ganz verschiedene Umweltprobleme. Und AKWs sind eben auch eins davon. Und wenn man schon nur die ganze Abfallthematik anschaut, das kann man nicht einfach ausblenden und jetzt sagen, jetzt löst das alle Probleme. Man kann auch nicht ausblenden. Und dann müssen Sie vielleicht dann auch Ihre Scheuklappen abziehen und sagen, ja, es gibt vielleicht in Zukunft neue Technologien, die auch einen Teil zu der Lösung beitragen können. Ja, selbstverständlich. Wer weiß, was die Zukunft bringt in 50, 100 Jahren. Vielleicht gibt es dann irgendwelche neue Technologien. Ja, aber Sie sagen, Kernenergie ist die Zukunft ganz sicher nicht. Obwohl Sie auch nicht wissen, wie die Zukunft die Technologie aussieht. Also Ideologie über Technologie. Nein, überhaupt nicht. Ich sage ja nicht, in 50 Jahren ist nicht irgendetwas möglich. Oder? Ich glaube, es ist dann möglich, wenn es sicher ist. Es ist dann möglich, wenn das Abfallproblem gelöst ist. Und es ist dann möglich, wenn jemand darin investieren will. Und heute ist es ja in erster Linie eine wirtschaftliche Frage, warum man keine AKWs mehr baut. Wo Tschernobyl passiert ist, haben wir heute auch schon darüber geredet, da waren Sie 5 gewesen. 30 Jahre später haben Sie bei einer Mahnwache diesen Satz da gesagt. Wenn uns jetzt gewisse Politikerinnen in Bern sagen, unsere AKW seien sicher, dann frage ich mich, haben sie keine Kinder? Muss man den Leuten Angst machen, um ans Ziel zu kommen? Nein, ich muss vielleicht noch den Hintergrund dazu sagen, weil meine Tochter ist genau 30 Jahre jünger wie ich. Also meine Tochter ist genau 5 und mir ist das einfach wie in dem Sinn auch noch mal ganz auf eine andere Art eingefahren, wo ich einfach gemerkt habe, was das eigentlich bedeutet, wenn man so eine Generation grosszieht und was das würde bedeuten, wenn so ein Unfall würde in der Schweiz passieren. Vielen Dank, Frau Schlatter. Herr Bigler, hat Frau Schlatter Zeichen von der Zeit erkannt und Sie sind irgendwo durch aus dieser Zeit rausgefallen, wenn man es ganz nüchtern anschaut. Sie ist neu gewählt ins Parlament gekommen. Sie sind gegangen. Oder gegangen worden. Ja, wahrscheinlich ist Frau Schlatter nicht ganz auf der Höhe von der Diskussion in der Weltklimakonferenz. Der Weltklimarat, der ja das Klimaproblem seit Jahren adressiert, wo man tatsächlich muss ernst nehmen. Also, dass man es jetzt plötzlich abspielt, das erschüttert mich schon ein bisschen. Es ist immerhin eine der wesentlichsten Sorgen, die die Schweizer Bevölkerung hat. Wie bringen wir die Klimaproblematik in den Griff? Die Weltklimakonferenz, die sagt ganz klar, bereits letztes Jahr in Polen, jetzt in Madrid wieder, wir müssen möglichst rasch elektrifizieren, damit wir den CO2-Stoss oben runterbringen. Möglichst rasch elektrifizieren können wir dann, wenn auch Kerntechnologie eine wichtige Rolle spielt, weil die hilft, ganz schnell CO2 zu reduzieren. Und in der Konsequenz wird diese Thematik in der Weltklimakonferenz sehr ernsthaft diskutiert. Wir sind mit einem Vorstandsmitglied in der offiziellen Schweizer Verhandlungsdelegation vertreten, also sind da sehr nah am Geschehen dran. Und da muss man einfach wieder sagen, wir haben jetzt so ein bisschen den Scheuklappenblick. Wir sehen einfach die Schweiz. Weltweit wird die Problematik ganz anders diskutiert und weltweit werden auch KKWs gebaut und die neuen Technologien. Die sind sehr weit. Also es ist nicht so, dass wir jetzt noch 50, 100 Jahre warten müssen, sondern wir müssen uns sehr ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen. Können Sie dann wirklich die Hand ins Feuer legen für Ihre Wählerinnen und Wähler draussen, einen Ausbauer, dass wir nie mehr Sachen wie die Schweiz werden haben? Im Moment haben wir es demokratisch entschieden, dass es keine Bewilligungen mehr gibt. Und ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ein Politiker sagt, im Moment. Nein, können Sie die Hand ins Feuer legen? Wir leben hier in einer Demokratie. Ich bin ja nicht der König von diesem Land und auch nicht irgendwie der Kaiser. Von daher haben wir demokratisch entschieden, dass es keine Bewilligungen gibt für Atomkraftwerke in diesem Land. Und darum haben wir eine andere politische Aufgabe. Einfach die Hoffnung formulieren, wir sollten das AKW bauen und dann im Jahr 2050, wenn wir auf Netto Null sein sollten, Herr Bigler, dann kommt es dann in Betrieb.
Das ist ja wahnsinnig, die Geschichte, die Sie hier erzählen. Was die Herausforderung ist für die nächsten 3 Jahrzehnte, ist, dass wir in erneuerbare Energien investieren, dass wir elektrifizieren, wie es gesagt worden ist, dass wir die Elektrifizierung auch nutzen können, dass wir die Mobilität CO2-freier machen, dekarbonisieren. Das sind die Herausforderungen, die wir haben. Wenn wir jetzt ein Konzept machen würden, ich glaube, wenn wir ein Kraftwerk bauen mit dem Herrn Gietzen, dann sind wir 2050 im Strombereich ein bisschen weiter. Das ist nicht die Klimaschutzpolitik, die wir heute brauchen in diesem Land. Wir brauchen die Investitionen in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten. Auch wenn Sie die Hand nicht haben, ins Feuer legen wollen, ein Ausbau. Ich möchte beim Herrn Bold nachkommen, gerade zu jedem Einzelnen. Moment, schnell. Ich möchte Ihnen gerne noch die Frage dazu stellen, bevor Sie schon Antwort darauf geben. Also, ich muss doch also, da entgegnen, wenn würde er, würde er sich die Hand verbrennen, würde er sich die Hand verbrennen, wenn wir sagen, es gibt nie mehr Sachen wie in diesem Land? Aber das, da bin ich aber einverstanden mit der Aussage. Jetzt im Moment haben wir so abgestimmt. Aber nehmen jetzt einfach mal zurück zum Ausbau, was geht lang und was nicht. Also wenn Sie Solar und Wind bauen, so wie es in Deutschland läuft, dann brauchen Sie irgendwie 10-mal länger, als wenn Sie das mit Kernenergie würden machen, wie man schon gemacht hat in Frankreich in den 70er Jahren, in Schweden und auch in anderen Ländern. Also es stimmt nicht. Und 5, also ich sage ja, ich würde jetzt nicht Kernenergie pushen da, weil im Moment ist es nicht opportun. Aber Fakt ist, die Koreaner bauen in 4,5 Jahren bauen ihre Kernkraftwerke und nehmen die in Betrieb. Also es ist eine reine Frage, wie viel Erfahrung sie dem Bau der Technologie. Und leider ist das in Europa ein Problem, weil man nicht mehr so viel baut. Also am Tag vom Abstellen von Mühleberg tun Sie eigentlich schon das Comeback von der Kernenergie voraussagen. Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Klausen? Da muss man ein bisschen dagegen stellen, weil er handiert mit 20, 30, 40 Jahren. Das stimmt einfach nicht. Ich komme also gerade. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen gewurstelt mit Zahlen. Man kann zwar durchaus immer noch von den 40% AKW-Strom ausgehen, 60% Wasser. Aber wenn man jetzt das Gesamtenergie in der Schweiz umsetzt, also da ist ja der Strombereich bis jetzt nur 25%. Dann liefert AKW bis jetzt bei Mühleberg, wenn alle 5 gelaufen sind, liefert 8% von der Energie in diesem Land. Also mit AKW wird sie den Klimaschutz nie anbringen. Da muss man endlich die verschiedenen Technologien miteinander kombinieren und vor allem schauen, es hat ja jemand, glaub, vorher von schlechten Wirkungsgrad geredet, im Moment ist unser Energiebereich so, dass wir 40% der Energie nutzen und 60% in unserem System ablöhnt. Wenn es gelingt, durch Kombination von diesen Sachen, dass nur schon die Effizienz steigen, dann haben wir die AKW schon längstens kompensiert. Aber wir reden hier über das Falsche. Das Abstellen von den AKW ist gar kein Problem, sondern ein riesiger Gewinn. Und zwar schlicht wegen dem, wir reden immer von Flatterstrom und weiss ich was, wenn es um die Windenergie geht. Und loben hier die Bandenergie, ist ja wunderbar. Aber dass man im Sommer immer viel zu viel Strom aus den AKW hat und der Strom, der zwischen 5 und 10 Rappen kostet, im Ausland für 1-2 Rappen musste verkaufen, über das redet überhaupt niemand. Und die ganze Sache, die AKW, haben uns jetzt 3 Jahrzehnte eine Blockade in der Energiediskussion gebracht. Wie es der Erik Nussbaum gesagt hat, bei uns wird nicht mehr investiert. Und lesen heute den Infosperper, was es gibt. Die Menge des Atomstroms wird heute von den 4 grossen schweizerischen Wegen im Ausland produziert. Ein Drittel davon Sonnen- und Windenergie und die anderen 2 Drittel mit Gas- und Kohlekraftwerken. Von unseren EWE, und sagen Sie doch noch, Herr Begler, die produzieren Arbeitsplätze für uns, die sind ins Ausland gegangen. Also es hat sich einiges aufgestaut bei Ihnen. Sie haben jetzt wirklich lange Möglichkeit gehabt, das zu sagen. Herr Begler, kurze Reaktion darauf. Ja. Ich bin einverstanden mit der Aussage, dass man einen Strommix braucht. Im Übrigen, Herr Nussbaumer, ich habe seinerzeit die Energiestrategie unterstützt. Ich habe ja gestimmt im Rat, ich habe mit der Kampagne dafür eingesetzt. Ich bin mit Ihnen einverstanden, dass neue erneuerbare Energien sinnvoll sind. Das ist eine Technologiechance für die Wirtschaft. Schade, dass ihr bei der Wasserkraft nicht mitmacht. Das könnte man am schnellsten realisieren. Da hat es ideologische Scheuklappen. Aber bei der Photovoltaik, da bin ich ganz bei Ihnen. Jetzt die entscheidende Frage ist aber, und die habt ihr eben bis jetzt nicht angesprochen, und dort ist auch die Problematik, wie interessant ist das wirtschaftlich gesehen und wer ist bereit, in das zu investieren und wie schnell kommen wir vorwärts, oder? Und das entscheidet, und dort haben wir dann wahrscheinlich eine Differenz, das entscheidet letztlich der Markt. Und wenn ihr sagt, wir müssen investieren, dann habt ihr wahrscheinlich im Hinterkopf,
ein Subventionskonzept, das der Staat sich engagieren müsste, mit Millionenbeträgen. Und dann muss ich sagen, auch da hat das Volk abgestimmt. Mit der Energiestrategie 2050 haben wir klar festgelegt, wir haben einen Ausstiegspfad aus den Subventionen. Also müssen wir eben auch dort Antworten finden. Und da bin ich gespannt auf Ihren Input und wie Sie das lancieren. Also grundsätzlich ist die ganze Stromversorgung immer von den Stromkunden gezahlt. Es war noch nie, dass der Staat irgendwie die Stromversorgung gezahlt hat. Auch die Entsorgungskosten zahlen die Stromkunden. Und auch ein Umbau des Energiesystems ist selbstverständlich im Strompreis zu integrieren. Darum stimmt es schon mal nicht, dass man hier ein grosses Staatsförderprogramm hat, sondern man macht Regeln, damit die Investitionen für jeden sich rechnen, der am Schluss macht. Und selbstverständlich muss man dann Kostenumlagen machen, damit das funktioniert, weil sonst investiert es nicht. Und das kann man für alle machen. Für die EWS soll das attraktiv sein, für die Private, die eine kleine Anlage macht. All das muss man machen. Und man hat in der Energiestrategie tatsächlich gesagt, mit dem, was man jetzt hier hat, das wird man auslaufen lassen. Man muss etwas Neues machen. Das hat man dann schon reingeschrieben. Das wird die nächste Vorlage sein, die aus dem Umweltverkehrs- und Energiedepartement kommt. Wie kann man jetzt einen grossen Investitionsboom auslösen, damit wir die erneuerbare Energie ausbauen im Sinne des Klimaschutz und im Sinne der Versorgungssicherheit. Man redet über Strom und wenn man über Strom redet, dann ist klar, auch der Verkehr der Zukunft der braucht Strom. Stichwort Elektromobilität. Und schon sind wir mitten im Thema, wie die Energiewende sich dann auswirkt auf das Land von Pendlerinnen und Pendlern, wo wir sind. Schauen Sie mal an, wie mobil wir sind. Menschen auf dem Weg zur Arbeit, etwa mit Auto, Bus oder Zug. Laut aktuellen Zahlen des Bundes pendeln fast alle Erwerbstätigen. Knapp 2/3 reisen für die Arbeit in eine andere Gemeinde. Und es werden immer mehr. Jeder dritte Pendler benötigt für seinen Arbeitsweg mehr als eine halbe Stunde. Jeder zehnte sogar über eine Stunde. Und die Strecken werden immer länger. 2017 reiste der Durchschnittspendler 16% weiter als noch im Jahr 2000. Für den Arbeitsweg benutzen 52% vor allem das Auto, 31% den öffentlichen Verkehr. Pendeln wird staatlich unterstützt. Bei den Steuern können Kosten, die aufgrund des Arbeitswegs entstehen, abgezogen werden. Herr Gierzadana, das ist Ihr Thema, eindeutig der Verkehr, aber wirklich wieder Hand aufs Herz. Sind wir nicht einfach viel zu mobil? Nein, überhaupt nicht. Also, das ist ja schön, dass wir das Mobilitätsbedürfnis ausleben können. Und das soll auch so sein. Also, es darf nicht sein, dass man plötzlich einem Bürger sagt, wenn wir jetzt zu wenig Strom im Land haben, du darfst jetzt nur noch 7 Kilometer pendeln. Also, das wäre sicher der falsche Weg. Das wäre der falsche Weg gewesen, aber Frau Schlatter, nehmen das natürlich jetzt gerade zum Anlass, um das Auto noch mal verteufeln und am liebsten gerade verbieten, oder? Ich sage nachher etwas zum Auto, aber ich sage vielleicht schon noch mal etwas. Alle wollen mobil sein und alle wollen die Mobilität, was man einfach weiss. Oder? Man pendelt gleich viel wie vor 50 Jahren ungefähr. Wir kommen immer weiter. Und was man auch weiss, Pendeln macht die Leute nicht wahnsinnig glücklich. Also ich finde, man muss es nicht annehmen wie eine heilige Kuh, die Mobilität, sondern man darf es auch ein bisschen hinterfragen. Das Auto, selbstverständlich, das Verkehrssystem von der Zukunft ist nicht mehr so, wie es jetzt war. Wir haben jetzt jahrzehntelang einseitig den motorisierten Individualverkehr gefördert und das ausgebaut und die Straßen, die ganze Infrastruktur so gemacht. Und in der Zukunft wird der ganze Verkehr anders aussehen, das ist ganz klar. Es wird neue Formen von Mobilität geben, der ÖV muss ausgebaut werden. Und vor allem muss es auch für den Langsamverkehr wieder attraktiver werden. Aber nochmal wegen dem Verbieten von Autos. Gewisse Modelle wollen sie ja wirklich verbieten, oder? Zum Beispiel das hier. SUV, das man hier sehen, oder? Ja. Das ist für Sie ein bisschen ein Teufel auf 4 Rädchen, oder? Ja, was soll ich sagen dazu? Also, man kann seit 30 Jahren Autos bauen, die mit 4, 5, 6 Liter fahren, oder? Also man kann schon ewig effiziente Autos bauen und man hat in der Forschung weitergemacht. Und man weiß ja heute, dass das Benzin für das Klima nicht das ideale Fahrmittel ist. Und ich sehe einfach nicht ein, warum man dann immer noch auf so grosse Autos setzen muss, die überhaupt nicht auf Sparsamkeit trinken. Und Autos, die nicht einmal Platz gewinnen auf dem Parkplatz, wenn man genau angeschaut hat, dann gibt es einen anderen. Braucht es das wirklich? Würden Sie auch so einen fahren? So, mit also einem elektrisierten dementsprechend.
Selbstverständlich. Also, wir haben daheim einen Volvo Jeep V92. Das ist, weil wir zwei Kinder haben, weil wir ab und zu die Schwiegereltern mitnehmen. Das macht absolut Sinn. Also, wenn wir eine saubere Technologie haben, wie das der Elektroantrieb ist, und wenn wir genug Energie haben, dann dürfen wir uns doch frei bewegen. Also, wir müssen doch nicht eingeschränkt werden. Also, gegen das würde ich schon antreten. Aber es ist ihre Ideologie. Die haben sie seit 20 Jahren, wie sie Kernkraft bekämpfen. Sie wollen am Schluss einfach das Auto verteufeln. Und das Auto beweist hat, dass es eben sauber ist, die Elektrofahrzeuge. Da bin ich voll bei ihm, Herr Gietzendander. Das Elektrofahrzeug ist das intelligenteste, was es gibt. Am Schluss bin ich sogar bei Ihnen, dass Mobilitätsbedürfnisse individuell gedeckt werden können. Aber am Schluss muss man natürlich miteinander wieder schauen, was sind intelligente Lösungen. Die Wirtschaft und die Technologie ist nicht automatisch gescheit. Darum haben wir ja auch Vorschriften gewissermaßen bei gewissen Sachen. Man sagt, ein Benzinmotor darf nicht mehr ausstoßen als so viel. Ein Elektroauto muss so effizient sein, ein Kühlschrank muss so effizient sein. Das ist ja unsere ganze Auseinandersetzung. Weil würden wir gar nicht miteinander politisch verhandeln, dann würden nicht automatisch die Gescheitsten rauskommen. Und das ist ja unsere Kunst, die wir mit dem machen. Wir sagen, da gibt es ein paar Standards. Wenn du ein Elektroauto bauen willst, dann muss es aber schon ein bisschen effizient sein. Wenn du einen Kühlschrank bauen willst, dann muss es mindestens ein A oder ein A plus sein. Und dann ist es ein guter Kühlschrank. Und das ist die weitere Herausforderung. Das ist aber Ihre Weltanschauung. Meine Weltanschauung ist, dass der Konsument ein schlechtes Produkt gar nicht kaufen würde. Und der Autobauer muss sich dementsprechend ausrichten. Ich bin mit Ihnen einig. Es darf doch nicht sein, dass wir jetzt einfach sagen, wir führen ein Elektrofahrzeug einführen und den Ausbau verschieben wir dann einfach nachher schlussendlich zum Gaskombi-Kraftwerk hindern. Das darf nicht sein. Darum bauen wir mit Ihnen Solaranlagen, unter anderem auch bei Ihnen. Ja, Sie werden einfach nur nein, Sie müssen, fahren Sie müssen einfach die erneuerbare Energie jetzt voranbringen und dann können Sie auch elektrisch etwas rausholen. Dann können wir wirklich, ich meine, wir haben 30% vom CO2-Ausstoß ist Mobilität in der Schweiz. Wenn wir das elektrifizieren können, ist das ein unheimlicher Klimaschutzeffekt. Und das können wir machen, indem wir ganz viel erneuerbare Energie in diesem Land brauchen. Bauen auf den Dächern, die vorher angesprochen wurden. Ich verstehe nicht, dass Sie als Gewerbler so dagegen sind. Das kann ich nicht verstehen. Wissen Sie was? Das sind Ihre Arbeitsplätze und Ihre Investitionen. Ganz ruhig, ich kann nachfragen. Weil er gibt Gas. Man hat es gehört und man sieht es auch, der Benjamin Gietzendaner, wenn es um den Individualverkehr geht, sitzt auch neu in der Verkehrskommission rein. Aber inwiefern dass er sich dann auch für den ÖV einsetzen wird, das wollte ich jetzt herausfinden, in einem 1:1 mit ihm. Herr Gietzendander, eigentlich sind Sie der falschen Partei. Sie sind eigentlich schon fast ein Grüner. Eine 600 Kilowatt Solaranlage auf dem Dach, ein Solarlastwagen bestellt, fehlt nur noch ein Elektroauto. Das haben wir geprüft, als wir eben den Volvo-Jeep kaufen wollten. Wir haben aber entschieden, nein, weil es 6 Stunden Ladezeit und das durch den Tag. Und meine Frau wollte durch den Tag lang normalerweise fahren. Aber nein, ich kann euch sagen, ja, wir waren immer grün in unserer Partei. Darum passen sehr gut in die SVP. Wir produzieren jeden Tag einen kompletten Zug. Einen kompletten Zug nach Köln. Und es kommt ein kompletter Zug ab. Also CO2 ist uns nicht fremd und wir haben immer so gehandelt. Ihr habt immer so gehandelt. Dabei hat Ihnen Ihr Vater das damit auf den Weg gegeben, wo Sie auf Bern gegangen sind. Nimm dich in Acht vor Sommaruga. Weil die Verkehrsministerin versucht, schleichend den ÖV zu stärken und den Privatverkehr zu schwächen. Sie aber, Herr Gietzendander, haben einfach noch nicht realisiert, dass wir in einer neuen Welt angekommen sind. Aber sind auch dort ganz der Pappe, was das Argument angeht. Das Auto bleibt die heilige Kuh. Nein, überhaupt nicht. Der Grabenkampf ist schon lange beerdigt. Also, wir spielen nicht mehr das Auto gegen die Bahn aus. Da sieht man auch, was wir für Fortschritte gemacht haben, politisch. Aber es kann nicht sein, dass wir einfach das Auto immer angreifen. Früher mit der Argumentation, das Auto ist ein Dreckschleuder, jetzt gehen wir in die Elektrifizierung rein. Jetzt wird es plötzlich sauber, aber jetzt sagt man, ja, Mobilitätsbedürfnis des Bürgers muss man ein bisschen beschneiden. Das darf einfach nicht der Grund sein. Und ich erinnere Sie daran, in diesem Land, wir haben nicht nur Städte, die mit dem ÖV erschlossen sind. Wir haben auch Landgebiete, wo wir einfach für die Leute schauen müssen, die auf das Auto angewiesen sind, wo eben noch pendeln, auch wenn sie das Mobilitätsbedürfnis nicht haben. Der Arbeitsplatz ist vielleicht halt weiter als 7 Kilometer entfernt. Und für das brauchen sie das Auto. Und darum wird sie weiterhin für den Individualverkehr kämpfen. Und werden sie auch für den ÖV kämpfen, dass möglichst viele Leute auf den ÖV umsteigen? Ja, selbstverständlich, wenn es ihre freie Wahl ist, wenn sie sagen, ich will mit dem ÖV pendeln, auf jeden Fall. Wir haben einen super Ausbau. Wir haben es vorhin gehört, 24 Milliarden haben wir in die NEAT investiert. Also, wenn das nicht unbedingt ein gutes Beispiel ist, dann frage ich mich den. Vielen Dank, Herr Gietzendander. Mit dem ÖV ist eigentlich alles bestens. Das muss man gar nicht mehr machen.
Nein, leider ist es nicht so. Und ich weiß nicht, ob der Herr Gietendaner weiß, dass ich auch auf dem Land wohne. Ich kenne die Situation ganz genau. Und ich weiß eben auch, wie es auf dem Land ist. Nämlich, dass man in die Stadt innen sehr gute ÖV-Verbindungen hat, aber peripher zum Beispiel überhaupt nicht. Oder? Also ich habe zum Beispiel 1,5 Kilometer bis am Bahnhof. Klar, mir macht das nichts aus, mit dem Velo zu gehen. Aber es gibt keinen ÖV dorthin. Und es gibt, ich wohne nicht ausserstossen an der Gemeinde. Es ist überhaupt nicht so, dass man überall die Wahl hat. Und da bin ich, glaube ich, sehr nahe an den Leuten, um das sehen, wo das die Probleme sind. Und ich glaube, da gibt es einfach noch sehr, sehr viel Potenzial zum Ausbau, auch eben dort, wo es jetzt nicht gerade irgendwie in der Stadt Zürich innen ist. Herr Bigler, Sie sind gerne mit dem TÜV unterwegs, gell? Ja. Haben Sie Angst, dass man Ihnen den wegnimmt? Nein, überhaupt nicht. Also man muss zunächst einmal feststellen, 80% von der Mobilität sind auf der Straße. Das ist die heutige Realität. Und ich denke hier vor allem auch an Berggebiete, an die Landzone. Am Schluss, Frau Schlatter, gibt es ja auch noch eine Wirtschaftlichkeitsüberlegung. Außer man sagt dann, ich habe einen grenzenlosen Anspruch, dass ich, wo immer ich von A nach B komme, muss ÖV vorhanden sein und dann muss es vom Staat finanziert werden. Das ist Konsequenz daraus. Also, es gibt mit anderen Worten gewisse Grenzen, wo einfach gewisse Strecken nicht realistisch sind, weil sie nicht wirtschaftlich sind. Das schränkt ein und darum bin ich bei mir Gietzendaner. Der Umbau der Technologie mit Elektroauto im Nahverkehrsbereich, der zeichnet sich ja ab, respektive ist schon eingeleitet worden, das ist ja richtig, das darf man einfach nicht beschränken und es braucht eine gesunde Ausgewogenheit und nicht eine ideologische Vorgabe. Und also alles hat eine Grenze, haben Sie gesagt, irgendwo durch. Auch diese Sendung hat jetzt eine Grenze bekommen, zwar nicht das Tempolimit, aber eindeutig das Zeitlimit überschritten. Pardon dafür an die nachfolgenden Sendungen schon jetzt. Ich freue mich zum Schluss darauf, Ihnen zu zeigen, was mir aufgefallen ist für ein Bild der Woche, das ich gerne meinen Gästen hier vorne zeigen möchte. Und ja, bin gespannt, was Ihnen da in den Sinn kommt. Weihnachten, nicht im klassischen Sinn da, sondern mit einem hängenden Weihnachtsbaum links aussen, fotografiert auf der Jungferninsel. Herr Gietzendaner, ist das etwa Ihre Vorstellung von perfekten Weihnachten oder dann lieber doch im Schnee oder vor dem Schminee? Nein, perfekte Weihnachten ist ein Schweizer Weihnachtsbaum und Kerzen, die fossil abbrennen. Und dann bin ich glücklich unter dem Weihnachtsbaum. Frau Schlatter, wo zieht Sie es an Weihnachten hin? Ich bin auch da ganz konservativ. Ich mag unsere Weihnachten so, wie sie da sind. Am liebsten mit Schnee. Leider wird es ja immer weniger Schnee haben an Weihnachten, aber gerne in der Schweiz und zuhause. Mal schauen, ob es Herr Bigler schafft, keine Kurve zu machen. Herr Bigler, welches Weihnachtslied singen Sie am liebsten? «Stille Nacht». Und Weihnachten ist für mich, mit der Familie zusammen zu sein. Wie tönt das so, wenn Sie «Stille Nacht» singen? Ja, das lassen wir jetzt lieber sein. Also, ich mache jetzt keine öffentliche. Heilige Nacht. Da gibt es noch ein überparteiliches Weihnachtslied zum Schluss. Herr Nussbaumer, welches Geschenk haben Sie als Kind am liebsten bekommen? Magen Sie sich noch besinnen, bis wo Sie denken, wow, ich glaube, das ist toll. Es war eine Autorennbahn. Die Firma hat, glaube ich, Calixtrix geheißen. Gibt es, glaube ich, immer noch in England. Und dann haben wir hier angefangen mit diesen. Auch die Öle umfräsen, das war der schönste Weihnachtsabend in meiner Kindheit. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Produziert hat die Sendung der Michael Zollinger, die Leitung hat Franziska Egli. Besonders merci den Kolleginnen und Kollegen der Technik, die Sendung erst möglich gemacht haben. Ich bin auf Twitter, Instagram und Facebook für Sie da. Im Anschluss an diese Sendung sehen Sie übrigens einen Spielfilm, der sich auch mit der Endlager-Thematik befasst. Die Arena ist am 10. Januar wieder zurück. Ich wünsche Ihnen allen zusammen und Ihren Liebsten ganz, ganz schöne Weihnachten. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie kritisch. Gute Nacht miteinander aus dem Studio 8.